Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Extremisten müssen raus aus der Bundeswehr, aber jeder Soldat hat das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Soldaten können jetzt schon suspendiert werden, man kann ihnen jetzt schon die Hälfte der Bezüge nehmen, und schneller wird es mit dem neuen Gesetzentwurf auch nicht gehen, wenn die Soldaten anschließend vor Gericht ziehen. Warum also wollen Sie das? Das Verwaltungsgericht kann nicht so tief in der Sache prüfen wie derzeit das Truppendienstgericht. Die Soldaten haben es schwerer vor Gericht, und man muss natürlich damit rechnen, dass die Soldaten, die erst mal rausgeworfen wurden, überhaupt nicht mehr die finanziellen Mittel haben, einen Rechtsstreit zu führen. Besser als dieses weniger an Rechtsstaatlichkeit wäre ein Mehr an Ausstattung für die Truppendienstgerichte gewesen. Und überhaupt wird in diesem Bereich ja seit Jahren überzogen. Erinnern wir uns an der CDU, die damals eine ganze Kompanie aufgelöst hat, die 2. Kommandokompanie in Calw, aufgrund von Vorwürfen, die sich anschließend als unrichtig erwiesen haben. Die Medien schrieben etwas von Extremismus, und anstatt erst mal sauber zu prüfen, hat man lieber die Chance genutzt, sich auf Kosten der Soldaten zu profilieren als Kämpfer gegen rechts. Der MAD hat dann jeden Soldaten einzeln überprüft, und das Ergebnis war, diese Vorwürfe können nicht aufrecht erhalten werden. Der 2. Kommandokompanie hat das nichts genützt. Sie war schon aufgelöst. Und wir haben einen Verfassungsschutz, einen Inlandsgeheimdienst, dessen Chef erklärt, er sei mit dafür verantwortlich oder zuständig, die Umfragewerte der Opposition zu senken. Wir haben einen Inlandsgeheimdienst, der einen Phänomenbereich geschaffen hat, laut der heißt verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und unter diesem Phänomenbereich kann jeder Regierungskritiker gefasst werden und zum Verfassungsfeind gestempelt werden. Derzeit betrifft das vor allen Dingen Menschen, die die Corona-Maßnahmen abgelehnt haben. Aber im Extremismusbericht der Bundeswehr sind auch Menschen erwähnt, die ökonomische Bedenken haben aufgrund der Inflation und der hohen Energiekosten. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, in welche Richtung das hier geht, meine Damen und Herren. Mit diesem Werkzeug kann man jeden Regierungskritiker künftig unter Druck setzen. Man muss ihm nur vorwerfen, es ginge ihm nicht um die Sache, sondern er würde die Demokratie ablehnen. Das ist ein Werkzeug, meine Damen und Herren, das gehört in die Hände von Autokraten, es gehört aber nicht in eine Demokratie. Um das noch mal zusammenzufassen, Extremisten müssen raus aus der Bundeswehr, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der deutschen Geschichte Freiheit und Demokratie bisher immer von der Regierung abgeschafft wurde und noch nie von ein paar Soldaten. Wir bedanken uns bei Alexander Müller von der FDP-Fraktion, der seine Rede zu Protokoll gibt, und hören jetzt Martina Renner für die Linke.